Müssen wir es versuchen, da durchzukommen. Hallo. Herr Block rief uns in den Garten. Ach, hier gibt es ja noch einen Raum. Hab ich ja gar nicht gesehen hier. Oh ja. So, dann nehmen wir noch das hier mit. Das da. Okay, dann probieren wir es nochmal. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Es wird heute eine große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bis dahin überleben, siehst du das Chaos hier? Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der ist lange weg. Das ist doch nicht möglich. Sie hat mich jetzt entdeckt. Wo bin ich denn? Ach so. Wir haben auch hier mal Platz. Ey, das ist doch zum Kotzen. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Meine Güte. Das gibt's ja gar nicht. Wer hat mich jetzt entdeckt? Ich war im Busch, verdammt. Oh Mann. Das wird noch lustig hier. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis ich das raus hab. Okay, nochmal Speicherpunkt laden. Ja. Lass mich rein in die Stadt. So, 7. Meine Güte, ups, 7. So. Zack, jetzt das nehme ich mit. Ah. So, dann trinken wir einen Schluck Wasser. Dann nochmal. So, und jetzt. Ich habe mich geduckt gehabt, ey, wie hat der mich gefunden? Bei der letzten Krönung war ich noch ein Kind. Wenn wir bist du. So, jetzt entdeck mich nochmal, du Arschloch. Achtung, Bürger von Dunwall. Mit traurigem Herzen gibt die Stadt von dem Tod des Lordregenten Hiram Burroughs bekannt. Möge sich sein Geist von dieser Welt verflüchtigen und in ewige Glückseligkeit übergehen. Okay. Wir wissen schon mal, dass da niemand drin ist. Oh Mann, Alter, das ist ja richtig fies hier. Aha. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Da drüben. Ach du Scheiße, ist im Turm drin, oder? Könnte ich wetten. Bleiben wir mal hier auf der Etage. Hier ist nichts zu mitnehmen, nee. Okay, das ist mein Treppenhaus. Gucken wir uns erstmal noch ganz oben um. Ich dachte nämlich, da wäre ein Fenster gewesen, wo man raus konnte. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Das ist auf jeden Fall meine alte Bude. Ja, da ist das Fenster, was ich meine. Wie sieht's aus? Unsere Männer versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Shit. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten wurde. Hm. Ich baller zwar auf mich, aber wissen ja immer noch nicht, wo ich bin. Ah, die liegt genau unter uns. Piero, wie kommen wir zu ihm? Ach, doch im Pub. Ah, ach, da ist ja, ach, da ist ja der Balkon, ne? Stimmt. Wir sind ja auf einem ganz anderen Turm, ne? So, dann mal hinter. Es ist wohltuend, mit jemandem von meinem Niveau zu reden. Da stimme ich zu. Ihre Entlassung von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hier? Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht. Ach, was du nicht sagst. Ich habe soeben Chiros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Ah, super. Gerade eben. Freut mich. Die sind ja immer gegen mich. Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal doch nicht. Durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden. Oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wirkt nur in der Gegenwart unserer Feinde. Okay, klingt doch interessant. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger.
Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner. Klingt gut. Er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz. Oh Mann, das war so klar. Havlock hat es verliebt, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor Klasse. Er schlafte. Hoffentlich ist er immer noch. Freue ich mich. Sie sind schon auf dem Weg. Geschickter Kämpfer sein. Doch leider so. Ach, warum habe ich das jetzt alles gegessen? Vielleicht brauche ich später noch. Na gut. Ich würde gerne noch ganz mit behandeln. Ja. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich. Ja, ja, zeig mir her, zeig mir her. Ich brauche Bolzen. Genau. Kulturität. Genau, das sind die Explosivgeschosse. Gut, wir kaufen lieber noch ein paar Bolzen. So, Hauptsache, das ist voll. Explosivgeschoss, explodiert beim Aufprall. Das sind die... Alter. Wow, was ist jetzt passiert? Danke, hat sich kurz aufgehangen, das Spiel. Okay, gut. Dann kommen wir auch mal wenigstens voll. Okay, wir haben wieder volle Bolzen. Und jetzt müssen wir, so wie es aussieht, Aufgaben... Finde Havlock. Ritter, ja, sagt dafür, dass sie dort sicher sind. Beschaffe den Bauplan des Havlocks im Schlafzimmer und setze alle Wachen auf den Gelände aus Gefecht. Ja, gut, das gehört alles irgendwie zueinander. Das heißt, wir werden uns jetzt auf den Weg nach drüben begeben und versuchen da was zu finden, was wir suchen. Und irgendwie müssen wir auch dann Emily befreien, die arme Kleine. Gut, da sind die Havlock. Havlock ist da oben. Havlock will ich nicht töten, ich will nur seinen Scheiß... haben. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky? Ja, natürlich. Achso. Was machst du nochmal, wenn es hängt? Ah, Mann! Verdammt! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Da kann mich doch mal jemand töten, bitte? Hallo. Danke. Ich hoffe, ich bleibe jetzt bei Piero. Also im Zimmer. Und dann müssen wir mal gucken, wie das ist. Wie kann man denn das Zimmer von dem Typen rein? Eieieiei. Das war haarscharf. Das war richtig haarscharf, du. Eieieiei. Gut, dass der Trottel mich nicht gesehen hat. Mensch. Das hätte anders enden. Was? Warum patrouilliert hier denn keiner? Das ist hoffentlich kein Scherz. Hä? Warum patrouilliert hier denn keiner? So. Ich bin noch jetzt im Havlocks alten Zimmer. Finde die Baupläne. Ja. Ach da, im Mülleimer, natürlich. Okay, wir haben die... Genau, geht da mal rein. Machst du brav. Gute Nacht. So, wieder ein weniger. Ich will zu Emily, die kann ich nicht da oben stehen lassen. Das arme Kind. Bei den Idioten. Das geht nicht, die muss ich befreien. Egal, was es kostet. Ich muss sie befreien. Ja. Ein Brief von Emily. Ach so. Ich hab mich auch gewundert, wo ist sie denn jetzt? Okay. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich vor dir ein besonderes Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und es dir gefällt.
Ich würde es gerne mit dir zum Dumbledore nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, den sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu dem Leuchtturm auf Kingsbury Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Okay, damit weiß ich Bescheid. Oder ein Hinweis auf jeden Fall bleibt. Damit hat man das auch geklärt. Weg damit. Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel. Okay, dann ist auch FH, dann haben wir rausgefunden, wer es A ist, und zwar dieser komische Havelock. Wissen wir Bescheid. Gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Wir haben die Baupläne. Okay. So, Herr Admiral. Komischer Piero. Admiral, wie komme ich jetzt da drauf? Piero, hier sind die Baupläne, mein Freund. Und? Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Na dann, gib Gas. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem. Das weiß ich schon, dass sie zum Häufchen werden können. Bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu? Ja, finde ich super, Mensch. Toll. Verbrennen Sie sie. Versetzen Sie alle in Schlaf. Versetzen Sie alle in Schlaf, bitte. Wir müssen nicht alle immer töten. Wir werden über alle Berge sein, bevor sie wieder zu. Davon gehe ich mal aus. Das klingt wie Computer. Genial. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung. Klar bin ich, dass er das machen soll, ne? Ist klar. Möchten Sie sich die Ja! Natürlich, wie immer. So, wo finde ich denn einen Walöltank? Wenn er aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. So, dann hoffe ich, dass es auch funktioniert und sich das nicht automatisch oder irgendwie gegen mich wendet, wie sonst immer alles. Wo finde ich denn hier einen Walöltank, Leute? Oh. Hallo? Walöltank? Hä? 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 Ich verstehe jetzt gar nicht mehr, was wir tun sollen. Warum ist hier das hier so angezeigt? So merkwürdigst. Ach so. Ja, sind doch aber alle. Das ist doch das Problem. Callista. Scheiß, Callista. So. Hoppala. Nee, komm mit. So. Das muss jetzt bestimmt hier rein. Was mache ich denn hier? Das muss doch da drin bleiben. Ach Gott, ich muss da noch eins reintun. Meine Fresse. Aber wo finde ich das letzte? Wir müssen jetzt doch einen leeren Walöltank. Halt, Augenblick. Da hoch. Shit. Meine Güte, also manchmal frage ich mich echt, was ich hier mache. Also einen brauchen wir noch. Ja, wo kriege ich den her? Oh ja, hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Ist kein Walöltank. Oh Mann. Also manchmal geht der, ne? Ich lass mich mal. Ich bin zu alt, ich bin zu müde, ich bin zu tot für sowas. Nee, aber ganz ehrlich, also das war jetzt echt Blindheit, pure Blindheit. Aber gut, jetzt haben wir alle. Was? Das ist auch ganz schön Energie, ey. Aber jetzt weiß ich nicht, was das komische gelbe, helle Zeug auf dem Boden immer ist. Wow. Und zwar ist es dieses Walölzeug. Ich wusste gar nicht, dass es leuchten kann. Einfach groß. Ja, toll. Braucht mich nicht retten, schon okay. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Krass. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Ha. Nicht schlecht, meine Freundin. Nicht schlecht.
So, ich gehe da mal meinen Antworten nach, Aufgaben nach. Ich hoffe, dass wir wieder... Wir besprachen einst ein System von... Gut, na dann ab nach unten. Und dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen was ein hier. Zack. Tallboy-Waffen, Brandbolzen sind immer ganz gut. So, da gucken wir uns mal um. Callista, Mensch, nicht gut, was hier passiert ist. Verdammt, vielleicht lebt sie ja noch. Naja. Callista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Kao verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen, aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und kommen so schnell wie... Und ich komme so schnell zurück, wie ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Samuel. Also er ist auch noch auf meiner Seite. Und wir haben Emilys Turmschlüssel gefunden. Perfekt. Danke, Mann. Okay, jetzt gucken wir uns noch ein wenig mehr um. Gibt es noch bestimmt viel mehr, was ich einsammeln kann. Vor allem hier drüben. Wo diese ganzen Mistpotten rumrennen. Ach, guck mal. Alles mitnehmen. Seien Sie auf der Hut vor den Mitgliedern, bla bla bla, bla bla bla. Callisto tot aufgefunden. Gut, wir sind also offiziell tot. Die sind anscheinend gestorben, die Leute hier. Oh. Danke. Brandbolzen. Okay, da drin wäre Havelock. Wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über den Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in ihren Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Colvin bei mir im Leuchtturm auf King Sparrow Island. Lord Regent Havelock. Verdammt. Emily ist also nicht mehr hier. Glaube ich. Samuels Signal. Das müssen wir also abfeuern. Er kommt hier irgendwo hoch. Hä? Hallo? Willst du nicht mehr hochgehen? Na, halt so. So. Gut. Gucken wir mal in den Turm und rufen Samuel zu uns. Oh Mann. Schade. Finde Callista, okay. Samuel ist unterwegs. Und sie hat ganz schön viele Waffen für ein kleines Mädchen hier. Mensch. Ich weiß nicht, ob das hier jemand hört. Sie haben Emily mit dem Boot geholt. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht wurde. Wer wird sich um sie kümmern? Ich versuch's ja schon. Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Hey Samuel, wie geht's so? Na, alter Freund? Dachte mir, dass sie hier sind. Wer gegen sie wettet, kann nicht gewinnen. Nee. Habe das Signal gesehen. Wusste, dass sie zurückkehren würden, Corvo. Danke, mein Freund. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass Boot... Das wäre aber nicht allzu toll. Gut. Gehen wir nach Kingsborough Island, wo Emily ist. Gut. Eine mal wieder. Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lord. Okay. Soll wirklich sehen. Cool, immerhin. Machen wir eine kleine Reise. Und sehen sogar noch ein paar tolle Sachen. Unglaublich. Gegeneliminiert 6. Ja gut, das war halt so. Gab's nicht. 115. Naja, ist ja immer das gleiche. Geist nicht entdeckt worden. Na, immerhin. Haben wir das einmal geschafft. Emilys Bild gefunden. Emilys Bild gefunden? Ach ja, das Bild. Ja, das Bild, genau. Fortsetzen. Bleib im Kampf immer in Bewegung und lass dich nicht umziehen. Ja, das ist mir schon bewusst. Wow, das ist der Leuchtturm. Krass, scheiße. Licht am Ende des Tunnels. Diese Insel ist ein einziges Chaos. Freut mich. Sie haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily kurz nach der Landung. Nicht so gewünscht. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm. Ach, was du nicht sagst, auf welche auch kommen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, cool. Hatte sie vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sich die beiden gegeneinander. So muss das sein. Der Admiral ist also machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und sie, Corvo. Bei allem, was sie getan haben.
Sie könnten der Schlimmste sein. Mist. Ich dachte, es kommt ein tolles Kompliment. Immer nur. Ich habe auf meinen Reisen mit Ihnen viel gesehen. Und jetzt runter von meinem Boot. Jo, mach's gut. Jo, ho, ho, ne? Ehrlich gesagt wünsche ich Ihnen kein Glück. Danke. Raus, Gormo. Ihre Entwicklung gefällt mir. Aha. Das wird eine lange Reise. Sie sind nicht besser als diese Verräter. Entschuldigung. Deshalb werde ich Ihnen sagen, dass Sie unterwegs sind. Was? Was? Was bist du? Shit. Was soll denn das, Mann? Verflucht, verflucht, verflucht. Du Honk, was sollte das denn? Das war ein Schuss, wohl wahr. Gut. Ha, Idioten. Die haben wir weg. Gut, okay. Ich würde sagen, hier machen wir einen Aufnahmestopp und wir sehen uns, wenn nicht so ein Dishonored. Und dann werden wir diesen Leuchtturm erklimmen und die arme Emily aus ihrem Schicksal befreien und mal gucken, wie wir noch alles umbringen werden. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Moment, das klang fast so, als ob ich Emily umbringen wollte. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte sie befreien und den Rest umbringen. So rum. Ah, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.